Ja, das letzte Mal warst du da. Das ist gerade der Kirmes. Da ist ja dann der Ausgang hier. Oh, der Fahrrad ist sogar noch hier fahren. Morgen um 8 Uhr ist der Kirmes hier. Was kann das? So, das war wunderschön. Mehr kann man nicht sagen dazu. Ja, die Kirmes. 5 Tage. Es hat 5 Tageskirmes. Nur 5 Tage halt. Na, jetzt halt nicht. Sterntaler. Bad Nerntaben. Ich sag deine Kumpel mal. Ist ein Ort. Ein Bad davor. Dann ist da viele. Jetzt noch. Bad Nürnberg, ein Volksfest, ja. Volksfest, das gibt ein paar Tage. Hat einer gesagt, okay. Und da kommen ja wieder viele Blitze. Blitz, 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 Blitz. Die blitzen einen. Dann unschöne Fotos. Das muss man hier anständig fahren. Sieht einmal einen Pizzakasten. Und war da nicht, aber jetzt kommt ja einer wieder. Das ist eine V-Tankstelle. Hier, da ist Pizzakasten. Links. Ein Pizzakasten. So, das weiß ich wieder an. Glück am Bus. Rechts der Park. Ein Tauber. Plus. Ja, 50. Das heißt, irgendwas für Busse bestimmt. In alle Richtungen. In alle Richtungen gibt's Pizza. Ja, das ist der Friedhof links. Rechts geht's zum Schloss. Schlosspark, Kurpark und so weiter. Und da geht's zur P19. Ist mein. Ist halt ein Einbahnstraße oder sowas. Nee. Das sind Kinder. Man hat Forst, das ist ein ehrliches Ölpärchen. Nepa.
ist Bad Nauheim zu Ende. Ein bisschen nutzen. Da muss man aufpassen, da kommen wieder Blitzer. Das war doch nicht falsch, oder? So bin ich noch nie angefahren. Bin nach Schiller gehe. Gut. Fast voll ist das. Dann geht's wieder zurück. Würzburg. Dann gibt's wieder zurück nach Würzburg. Dabei. Das war eine Rundfahrt mit Land, oder? Kaukolishofen soll auch irgendwas sagen. Ding, wie ist es? Kirchweih. Chemis. Aber ich glaube doch nicht. Ich glaube, der ist im nächsten Zeit in Bad Nauheim wahrscheinlich. Dann müsste man nachgucken. Jedenfalls ist da ein Oldtimer-Treffen dann am Sonntag. Jetzt fahren wir bei den Tauber drüber wieder. Tauber.
links abbiegen bitte. Jawohl, schöner Blick. Zu der Rennwahl. Wieder. Und beim Melden der Maus. Eine ganze Strecke, ja, das ist so eine Strecke. Aber so ein Diesel braucht nicht viel. Jedenfalls ist das Volksfest von Bad Mergentheim, also die haben schon viele Fahrgeschäfte, Bude da. Also das ist schon Sache. Finde ich gut. Finde ich gut. Ist gut. Wieder zurück, aber alles easy im Auto. Autos voll easy zu fahren, voll locker, cool, easy, getitelt, chillt. Was viel Anstand wäre das halt so. Da hast du voll den Fahrtwind noch ab, kriegst ab. Und wir? Wir haben gar nichts. Ja, dann ist der Fern mein Urlaub bald wieder rum, ne? Traurig, traurig, traurig. Schön war das. Schön war's. Schöne Sachen. Schönes Wetter gehabt. So müsste es immer sein, oder? So, ja, so muss es immer sein. Das wird genial. Da ist 70, hart außen. Das sind sie alle hart. Hart außen. Hart außen. Neu. Neu. Das sind wir vorne abgebogen, glaube ich. Ich habe Bike von der sowas. Und die Unterwache an der Evala. Ist denn auf der B19 los? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin aus dem Wahnsinn. Brücke. Jetzt kommt 70 Kammer. Links nach Harthausen, rechts nach Hütten und Stein. 70. Runde. Gut. Drüben ist wieder rechts ein schöner. Oh, zwei schöne Rollen haben wir. Irgendwann ein Cabrio und ein Golf 1. Jetzt sind wir ein bisschen aufgehoben. Jetzt können wir Vollgas geben. Da kommt wieder ein Parkplatz. 300 Meter. Jetzt geht der Vollgas. Sind wir mal so? Rastplatz. Ja. Ist gut gemacht. Toilette ist auch überall, ne?
Gott. Auto? Kein Auto. Weiterfahren. Ja, weil, ja, auch ganz dünn eigentlich. Kirche um. Das, die Werbemacht war ziemlich cool, aber das Ding war ein bisschen zu klein. Hab ich mir anders vorgestellt. Ich glaube, ich habe geguckt nach Wenkersheim. Ja. Scheiße, da kommt eine tolle scharfe Kurve, aber naja. So scharf ist es jetzt auch nicht. Rollen reicht aus. Bernsfelden, Winkersheim. Aber das ist ein schönes Wort. Hat schon, oh Gott, 6er. War 7er? Ist das wahr? Oh, letzte Woche, da glaube ich, war auch ein Ultra-Treffen. Nürnberg, beim Schwimmbad, beim Stadionbad. Das ist einfach so, das ist ein Krampf. Rechts, man muss mal 30 fahren, aber woher das Ding geht? Stalldorf, Stalldorf, also Stall, naja, sowas brauche ich nicht. Naja, ich glaube jetzt gleich, guck mal, wir haben Bayernland. Jo, die Kameras, dieses, ist wenn wir überhitzt gewesen, vorhin ausgefallen. Ja, hier haben wir, ab hier, wo wir wieder Landkreis Würzburg betreten und Bayern betreten. Ich habe gerade eine Verdrehungspause gemacht ja, und habe entdeckt, dass hinter sind ein Wald, da ein Grabhügel. Ja. Ja. Zufällig entdeckt. Das ist ein Instinkt gebraucht. Das ist nicht mehr sowas. Das Ding sagt das Gefühl. Ja, wenn ihr vorhin gerade aussieht, dann sieht man wieder einen Schwanenberg. Ähnlich irgendwo. Ja, ich würde sagen, ist der Schwanenberg. Links und rechts ist da der Frankenberg. So nenne ich mal Frankenberg einfach. Das sind wir ja mit Nebenberg. B90 sind immer noch. Jedenfalls, der Wald ist dann ziemlich schön düster, finde ich. Das ist irgendwie düster. Ich habe schon mal eine Pause gemacht, bei Tag war es runter. Kam mir immer so Wald, immer so komisch vor. So düster. Kartenwahl. Gräber. Aus dem. Ja, es sind zwei Gräber aus diesem. Keltenseiten. Naja. Oh, wir sind schon auch unterwegs. Man ja auch die Bäume nicht tun.
Prüfstand kannst du hinten sehen. Ich hätte eine Kamera. Ja, und der Justus ist immer unterwegs. Müsste lustig sein, ne? So, 70 Kamera. 70. 70. Und so, los geht dieses Utschüssen. Euerhausen. Euerhausen. Und dann haben sie los und von heute das Ding. Und der Berg. Ja, ich brauchte echt Umgebung. Kann ich heute auch in Ruhe parken hier. Ah, sind da Bremsspuren von LKWs? Boah, ein Dreieck, das ist cool. Ultratraktor habe ich. Es stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas im Busch. Drei schöne Oldtimer-Traktoren oder so. Ist hier noch einer? Ist da irgendwie so ein Veranstalt mit Traktor, ne? Oder dazu fallen? Dass sie draußen stehen. Wer weiß. Und links sind alte Reifen. Rechts ist ein. Und links ist ein. Feuerwehrkranwagen, das Feuerwehrrest ist auch erfahren. Bauernfahrzeuge, Traktoren, Mähdrescher und so weiter und so fort. Aber ich werde nicht damit fahren, ich würde noch vorkommen, sonst bin ich und da muss ich mich mit einem treffen. Und das quatschen oder machen oder. Da kommt mir jetzt verrückter Meter ein Parkplatz. Liegt so rechts am Teich oder sowas. Tüppel oder Teich oder See oder was so, wenn ich dachte, was da ist. Ah, ein Passat, aber schon ein bisschen alt. Verlassen? Nein. Da ist ein Friedhof, außerhalb der Ortschaft. Das ist ganz außen. Ich kenne eine Ortschaft. Da haben sie, zwei Friedhofe. Den alten Friedhof haben sie weggemacht. Da haben sie nur durch Grabsteine sind noch dabei geblieben. Grabstein ist noch da. Von Leuten, die es gespendet haben. Ja. Seht ihr da? Rechts im Kindergarten? Kinderwagen? Die können wir gebrauchen. Jedenfalls, da haben sie Grabstein weggemacht und haben draus einen Park gemacht. Das hat nicht meine Leichenanwälte gemacht, rausgemacht. Denke ich mal. Und haben draus einen Park gemacht. Und vor allem, nur noch Wasser anzufahren und die Leute, was gespendet haben, die Steine, Grabsteine oder was heißt das irgendwo. Und da wollte ein Bürgermeister noch sogar einen Spielplatz draus bauen. Ein Spielplatz auf dem Friedhof! Gottes Willen! Auch wenn das aber eher ein Friedhof war. Das ist aber nicht wahr. Ich habe gesehen, also in unserer Fernsehsendung und sowas, dass bei TCS, wie viele Leute bei ihnen spukt, dann haben sie rausgefunden in Amerika, also, oder wo sie sind, oder keine Ahnung war, dass da früher, wo sie jetzt wohnen, ein Friedhof waren. Die haben einfach am Friedhof mehr Häuser drauf gebaut. Weggemacht und Häuser drauf gebaut. Klar. Die Verstorbenen und dann noch vielleicht in Frieden ruhen. Wir sehen noch da sind, auf ihren Kampfbossen, vergessen nicht. Das ist gibt's auch. Welche Verstorbenen passt auf ihren gerade noch auf? Ja, die Restenergie halt. So ist sogar ein Geist, eine Seele, und Friedhof mit einem mitgegangen. Dem irgendwie an dem hat es gespuckt und so rausgefunden, dass im Garten ein Grabstein ist. Einer mal der Vorbesitzer mal geklaut aus dem Friedhof. Mitgenommen, bei sich begraben oder sowas, keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder in Giebelstadt. Festspiele. Und vorne ist ein Schwarzbüschel. Ein 206 oder so, sowas. Das ist schon gut. Sind das gut? Nein, das war nur.
Schulterstatue-Piercing. Jedenfalls, das Wetter hat heute gehalten. Bombe. Bombe-Wetter. Super-Wetter. Oh, hab ich schon den Punkt abbiegen. So, links gibt es dann so ein Entschluss wieder. Super Entschluss, wie es heißt. Soll ja fertig renoviert sein. Ist in Privatbesitz. Da unten ist ein altes Schloss drin, ne? Das war ein Theater. Ding ist. Zum Theater umgebaut. Ich kenne das, war schon mal drin, ne? Damals mit Schule. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war, was war Amdok gespielt? Ich glaube, in Phantasialand. Nee, Phantasialand nicht. Ah, was war das jetzt? Mit einem Roboter, mit Löwen und den einen Strohmann. Alicia im Wunderland? Nee. Das war schon das eine, der eine Roboter, der Angst hatte. Nee, der Roboter, der gerne ein Herz haben möchte, ein Mensch sein möchte. Dann der Löwe, der Angst hat, der gerne mutig sein möchte. Und der Strohmann, der gerne ein Mensch sein möchte. Und sie möchte nach Hause. Und der Zauberer war kein echter Zauberer. Aber Fake-Zauberer. Aber die Schuhe, die mussten nur zum Zug machen. Dann geht's nach Hause. Ich weiß nicht, was der Film heißt. Aber diese haben die ja da gerade gespielt. Cool war's. Das Video Anruf hat oder nicht Aufruf hat. Das kann auch mir eigentlich egal sein. Ich hab da eh nichts davon. Aber ich muss auch nicht drauf gucken. Ich lieb nicht davon. Ich muss arbeiten für mein Geld. Das muss ich bald wieder, wenn ich unten rum ist. Ja, so ist es halt. Ja. Nein, schon das 16:25, 24 Grad, Außenmotto, in Würzburg. Ist halt so, ich habe so viele Videos und es war bald schnell. Aber das Hochladen dauert immer lange, sehr lange. Ich kann über einen oder anderen Video hochladen, das dauert immer sehr lange. Deswegen kann ich nicht alle gleichzeitig hochladen. Ne? Aber ich habe so viel noch gemacht und musste dann einzeln nacheinander hochladen. Das Hochladen dauert länger. Für eine Leitung halt. Internetleitung. Heute habe ich alles gefunden mit dem neuen Handy. War voll easy, voll locker, einfach. So ein Art wie ein Gimbal, sowas. Gimbal hat das elektronisch und das hat Selfie-Stick mit so einem Halter, sowas was Spieleres. Und guck mal drüben, da war ein Oldtimer Audi. Da drüben rechts. Ja, aber wir biegen wieder rechts ab. Ich musste mich jetzt noch runter zum Penny. Ich will auch ein Privatleben. Ich bin nicht immer erfüllt im Leben, auch Privatleben. Deswegen kann ich auch nur zum Penny kann dran lassen. Oh nee, der Mähdrescher. Oh nee. Oh. Das ist scheiße. Wie kann man so schlecht überholen? Das sind so krasse Viecher. Oh, einfach weh. Glück. Arsch kann ihn ausschmecken. Ja, das ist ziemlich groß. Kannst du auch schlecht überholen. Da hat er doch einen anderen dran. Sein Mähwerk.
Ey, du kannst nichts sehen. Das ist das Risiko. Da fährt man irgendwie langsam mit der, als wie. Zu breit. Der Sprinter wird liebsten wohl in uns. Und du weißt rein, wo der hinfahren möchte. Ich habe mal vor, nach Würzburg. Ja, aber. Ey, guck mal, wie breit er ist. Das geht nicht. Den kann man nicht überholen. Der ist zu breit. Da geht das her, wenn er rüber, wenn ein Auto sieht. Ich darf extra. Ich glaube, ich habe einen Warnblinker an und alles. Alter. Gut aus.